So, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf heute unseren Referenten Professor Dr. Rupprecht Potzun vorstellen, der Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht ist, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Zudem ist er Direktor des Instituts für Kartellrecht und Affiliated Research Fellow am MPI für Innovation und Wettbewerb in München. Seine Dissertation hat er über das internationale Kartellverfahrensrecht geschrieben und seine Habilitation über die Wirtschaftsordnung durch Zivilgerichte. Dabei hat er die evolutionäre Rechtstheorie verwendet. Wie vielleicht viele noch wissen der Zuhörer, war Herr Potzun danach bei uns an der Universität Bayreuth, bevor er dann nach Düsseldorf gewechselt ist. Und seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem das Kartell- und das Wettbewerbsrecht mit Fokus auf Medien- und Internetbranche. Also er hat zum Beispiel den Aufsatz in der Kur zur Facebook-Entscheidung des BGH veröffentlicht. Und als Experte auf diesem Gebiet hat er auch das Gutachten F für den 73. Deutschen Juristentag geschrieben, der jetzt leider verschoben wurde. Und die Fragestellung des Gutachtens war: Empfiehlt sich eine stärkere Regulierung von Online-Plattformen und anderen Digitalunternehmen? Das heißt, wir bekommen jetzt einen sehr interessanten Vortrag zur Regulierung von Online-Plattformen aus kartellrechtlicher Sicht. Und damit darf ich auch freudig das Wort an unseren Referenten übergeben. Ja, vielen Dank, Kim, und vielen Dank, Michael, für die Einladung. Ich komme natürlich super gerne zurück nach Bayreuth, wenn es auch nur virtuell ist, und freue mich, wie gesagt, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Also es ist mir echt eine Ehre und eine Herzensangelegenheit, hier zu sein. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Darf ich die sharen? Ist das? Ich probiere es einfach mal, ob ich das schon kann. Ja, das scheint der Fall zu sein. Super, und ich habe den Folien mal den Titel gegeben, den Kim gerade schon zitiert hat. Das ist sozusagen die Überschrift des Juristentagsgutachtens, das 2022 diskutiert werden wird. Mal sehen, was dann noch davon übrig ist von dem, was ich in diesem Jahr zu dem Thema geschrieben habe, denn die Entwicklung läuft rasant. Wir sind brutal aktuell, wie ich gleich noch mal kurz sagen werde. Aber es geht eben um Plattformregulierung, es geht um die Frage: Sind die Regeln, die wir haben, um Online-Plattformen und andere Digitalunternehmen rechtlich zu regeln, sind diese Regeln eigentlich noch zeitgemäß und passend? Und die ganze Diskussion haben Sie vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren verfolgt. Diese gesamte Diskussion läuft jetzt unter dem Schlagwort Taming the Tech Titans oder dem Tech Lash, wie man häufig auch sagt. Also es geht in der Diskussion ganz häufig darum, dass die sogenannten GAFAs, also Google, Amazon, Facebook, Apple, die mächtigsten und wertvollsten Unternehmen der Welt, dass die neuen Regeln unterworfen werden sollen oder dass man sich überhaupt bemüht, diese Titanen des Internets zu zähmen. Und es ist für mich persönlich, ich mache seit 20 Jahren Kartellrecht, Kim hat es ja eben schon erwähnt, dass meine Doktorarbeit schon ein paar Jahre, ich glaube, es ist ja freundlicherweise das Jahr nicht dazu gesagt, aber schon meine Doktorarbeit habe ich im Kartellrecht geschrieben, und ist für mich schon total interessant zu sehen, dass das Rechtsgebiet in den letzten 20 Jahren einen solchen Aufschwung genommen hat, im Sinne von, es wird ihm jetzt zugetraut, irgendwie die Wirtschaft nochmal ganz grundlegend zu regeln. Und genau das ist ja eigentlich auch seine Aufgabe. Also wir sprechen ja vom Grundgesetz der Marktwirtschaft, wenn wir über Kartellrecht sprechen, und versuchen irgendwie einen Ordnungsanspruch in dem Bereich durchzusetzen, der sozusagen als Systemwirtschaft beschrieben wird. Und die Kartellrechtlerinnen und Kartellrechtler unter Ihnen, also Peter Herrmann wird es wahrscheinlich bestätigen können, es gab noch nie eine Zeit, in der das Kartellrecht plötzlich so, dem Kartellrecht so viel zugetraut wurde. Vielleicht, um es mal so zu formulieren. Ja, also es war immer ein Nischenrechtsgebiet und jetzt ist es sozusagen sehr prominent auf der Agenda. Und das liegt eben an diesen Unternehmen, die vielleicht auch eine Macht haben, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht, die finde ich immer ganz interessant. Zeigt die liquiden Mittel dieser Unternehmen. Ja? Und das sind eben diese 5, wie ich die nenne, Infrastrukturanbieter des Internets. Ja? Microsoft, Apple, Alphabet, Alphabet ist ja Google, Mutterkonzern, Amazon und Facebook. Und das ist sozusagen das, was die an Geld, an Barreserven zur Verfügung haben. Ne? Also so wie Sie das
unterm Kopfkissen oder in der Spardose haben, ne, hat Apple eben diesen Betrag hier, das sind Milliarden US-Dollar, ne, zur Verfügung. Und Sie sehen da im Vergleich auch, ich habe jetzt mal zwei bayerische Unternehmen genommen, die ja nun auch nicht klein und erfolglos sind, aber Sie sehen sozusagen schon die Differenz, macht natürlich schon einen Riesenunterschied, ob sie 30 Milliarden Dollar zur Verfügung haben oder 10 Milliarden Dollar Spielgeld zur Verfügung haben. Ne? Und wenn sie sozusagen aufgewachsen sind mit der Losung, finanzielle Kraft ist für den wirtschaftlichen Erfolg, für den Wettbewerb und so weiter sehr wichtig, dann ahnen Sie vielleicht mit dieser Folie besser als mit allem, was ich Ihnen sonst erzählen kann, in welcher Dimension diese Unternehmen momentan aktiv sind. Hier sieht man nochmal ein schönes anderes Beispiel für die Macht dieser Unternehmen. Das ist also die Börse gibt ja immer die Erwartungen sozusagen ab. Und hier sieht man, wie die Börsenkurse von Gesundheitsunternehmen, Pharmaunternehmen abgestürzt sind. An dem Tag, nachdem Amazon bekannt gegeben hat, sie würden jetzt in den Health-Sektor einsteigen, zusammen mit Berkshire Hathaway und JP Morgan. Ja, und das ist eine Art von Disruption, die wir erleben, wo immer diese Unternehmen reingehen und sie gehen in immer mehr Bereiche rein, sie dehnen ihren Einflussbereich immer weiter aus, da kommt es zu Disruptionen. Ja? Und zu Disruptionen im Sinne von, es kommt dazu, dass andere Unternehmen sich in ihrem Wettbewerb extrem eingeschränkt, bedroht fühlen. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Ne? Als Wettbewerbsrechtler finden wir es ja toll, wenn wettbewerblicher Druck entsteht. Aber die Frage ist, ob das nicht hier sozusagen schon wieder so weit geht, dass wir da vielleicht eingreifen müssen. Und ob es nicht vielleicht auch eine Frage des politischen, gesellschaftlichen Anspruchs ist, den wir stellen, nicht nur des wirtschaftlich-wettbewerblichen Anspruchs, ob man diesen Unternehmen noch irgendwas entgegensetzen kann. Nun werden diejenigen von Ihnen, die das Feld ein bisschen verfolgen, sagen, ja, aber lieber Pozun, wir tun doch was dagegen, oder zumindest Margrethe Vestager tut doch was dagegen, das ist unsere europäische Wettbewerbskommissarin, die Sie vielleicht aus den Medien kennen und die sich als Herausfordererin der Silicon Valley-Unternehmen in den letzten Jahren sehr stark positioniert hat, mit Hilfe des Kartellrechts und des Beihilferechts. Die wichtigsten Verfahren, die sie im Kartellrecht geführt hat, sind Verfahren gegen Google, wo sie drei Missbrauchsverfahren eingeleitet hat, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und Google den Missbrauch eben vorgeworfen hat, zum einen, weil Google mit der Suchmaschine es in der Hand hat, bestimmte wettbewerbliche Ergebnisse zu pushen und zum anderen durch das Betriebssystem Android, das neben dem iOS-Betriebssystem auf dem iPhone das einzige relevante Betriebssystem für Smartphones ist. Und wenn Sie solche Gateways haben, wie die absolut dominante Suchmaschine im Internet oder ein Betriebssystem, dann können Sie sozusagen als derjenige, der das betreibt, alles weitere steuern, was danach passiert. Und das ist eben diese Gatekeeper-Funktion, die diese Unternehmen erlangt haben in der Plattformökonomie. Vielleicht kann ich das an dem Google-Beispiel noch mal ganz kurz vertiefen, einfach damit Sie, wenn Sie sich für den Bereich vielleicht nur am Rande interessieren, damit Sie noch mal eine Vorstellung davon kriegen. Wenn Sie fragen sich selbst, wie gehen Sie ins Internet, wie suchen Sie etwas im Internet? Die meisten von Ihnen werden, wie wir alle, ja, häufig den Weg über Google wählen. Ja, Sie wollen, was weiß ich, jetzt gucke ich Michael Grünberg an, Sie wollen ein neues Mac-Produkt kaufen, neue AirPods kaufen. Gut, dann geht man vielleicht gleich zu Apple oder hat wie Michael schon das Abonnement, dass man alle neuen Teile einfach zugeschickt bekommt. Aber stellen Sie sich vor, Sie wollen meinetwegen neue Turnschuhe kaufen. Ja, dann wird es viele geben, die das Modell des Turnschuhs in die Google-Suchmaschine eingeben. Und die Ermittlungen in diesem Verfahren haben gezeigt, dass die ersten 1, 2, 3 Suchergebnisse die einzig wettbewerblich relevanten Suchergebnisse sind. Also ein unfassbar großer Prozentsatz der Internet-User klickt auf eines der ersten 3 Suchergebnisse. Alles, was weiter unten kommt, erst recht, was auf der zweiten Suchseite kommt, ist nicht mehr relevant. Ja, also auf Seite 2 der Google-Suchergebnisse, und das waren Desktop-Ergebnisse wohlgemerkt, nicht bei den noch viel kleineren Mobile-Phone-Bildschirmen. Alles, was auf Seite 2 des Bildschirms kommt, wird von weniger als 1% der User noch überhaupt wahrgenommen. Wenn das der Fall ist, dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass der Google-Suchalgorithmus für den Wettbewerb, für den Erfolg im E-Commerce, im Handel oder auch bei der Informationsverteilung natürlich ungeheuerlich wichtig ist.
derjenige, der diesen Algorithmus programmiert, der dann am Ende des Tages sagt, das ist das Suchergebnis Nummer 1, das ist das Suchergebnis Nummer 2, alle weiteren sind nicht mehr relevant, der hat die Macht über unseren Zugang zu Informationen, unseren Zugang zu Produkten. Und das ist das, was Google in der Hand hat mit der Suchmaschine. Das haben andere in der Hand, indem sie ein Betriebssystem auf dem Smartphone betreiben. Wenn das Smartphone für sie der ganze Gang in die Welt ist, dann sind sie darauf angewiesen, dass derjenige, der ihnen diesen Zugang eröffnet, diesen Zugang auch in fairer Weise regelt. Und das lässt sich für den einen oder anderen Bereich noch weiter ausdehnen. Beim Messaging oder Identitätsmanagement hat Facebook mit WhatsApp und Instagram eine ähnliche Stellung. Und diese Möglichkeiten zu manipulieren, diese Möglichkeiten Macht auszuüben, das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Digitalwirtschaft jetzt eben zumindest verbraucherbezogen extrem stark erleben, wo die Europäische Kommission diese Verfahren angestrengt hat. Und jetzt muss man eben leider erkennen, diese Verfahren haben letztlich zu nichts geführt. Und das ist für jemanden wie mich, der ich das an das Kartellrecht glaube, natürlich eine bittere Lektion, erfahren zu müssen, diese Verfahren kommen sehr spät, sie erreichen sehr wenig und wir haben sozusagen am Ende nichts. Das Google-Verfahren, Google Shopping, wo Sie gerade die Wettbewerbskommissarin gesehen haben, das Google Shopping-Verfahren hat 7 Jahre gedauert, bis es überhaupt von der Europäischen Kommission abgeschlossen wurde. Es hängt jetzt beim Europäischen Gericht, wird danach wahrscheinlich zum Europäischen Gerichtshof gehen. Die Remedies, die Abhilfemaßnahmen, die dort verfügt werden, gelten in der Praxis als untauglich, um wirklich Marktergebnisse zu erzielen. Das heißt, wir haben einen kleinen Mini-Bereich aus dem Segment von Google geregelt und dieser Mini-Bereich ist nach einem 7-jährigen, inzwischen 10-jährigen Verfahren, wir haben jetzt den 10. Geburtstag des Google-Verfahrens gefeiert, noch ohne rechtskräftigen Abschluss und insofern in den Marktwirkungen noch extrem begrenzt. Und das lässt sich für andere kartellrechtliche Verfahren, Sie kennen sicherlich das Facebook-Verfahren des Bundeskartellamts, lässt sich das leider in ähnlicher Form konstatieren. Und damit taucht natürlich die Frage auf, was macht man? Und diese Frage hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Ich war mal so frei, meine eigenen 2 Berichte, die ich dazu geschrieben habe, unten klein in die Ecke, ganz bescheiden natürlich nur zu positionieren. Die anderen Berichte sind sicherlich wichtiger. Das sind hunderte von Seiten starke Reports, die von Top-Wissenschaftlern und anderen Leuten geschrieben wurden, in denen es immer darum geht, wie muss eigentlich eine Wettbewerbspolitik aussehen, die für die digitale Zeit greifbar ist, wo wir es schaffen, Wettbewerb herzustellen und diesen Unternehmen irgendwie etwas entgegenzusetzen, weil sich die Dinge so stark geändert haben, weil die Digitalisierung eben so viel verändert hat. Und für uns war jetzt vielleicht der wichtigste Report, den Sie rechts oben sehen, aus dem US House of Representatives, dass aus einer US-Perspektive die Silicon Valley-Giganten sich vorgeknöpft hat. Das war für uns deshalb wichtig, weil damit endlich der Makel beseitigt wurde, dass es sich hier um ein protektionistisches europäisches Projekt handelt, weil man natürlich konstatieren muss, das sind US-amerikanische Unternehmen und wir tun uns vielleicht ein bisschen leichter, gegen US-amerikanische Unternehmen vorzugehen, als wenn das jetzt die großen europäischen Champions wären, die digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen. Aber inzwischen wird es eben auch in den USA zunehmend kritisch gesehen und das Wort von der Entflechtung oder Zerschlagung von Google oder Facebook oder Amazon ist längst in der Welt. Was ist der Weg vorwärts? Also worum geht es jetzt? Und da sind wir jetzt bei den aktuellen Themen. Wir haben in Deutschland eine Entwicklung, dass das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das Kartellrecht reformiert werden soll, wo ein Paragraph 19a eingeführt werden soll, der es dem Bundeskartellamt ermöglicht, in anderer Weise, in viel einfacherer, besserer Weise, beschleunigter Weise auf diese Unternehmen mit überragender Marktmacht oder mit überragender Bedeutung für den Wettbewerb zuzugreifen. Und wir haben gestern die Vorstellung der europäischen Pläne erlebt. Da sehen Sie diese 3 Abkürzungen DSA, DMA, NCT. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, einen Digital Services Act und einen Digital Markets Act. Das für uns hier relevant ist, der Digital Markets Act, wo es darum geht, neue Instrumente einzuführen, um diese Unternehmen etwas zu zähmen. Und diese Instrumente setzen auf eine Ex-ante-Regulierung, also auf das, was wir eigentlich aus dem Bereich klassischer Regulierung kennen, Telekommunikation, Eisenbahn und so weiter, wo wir sagen, ihr kriegt detaillierte Vorgaben, was ihr machen dürft und was ihr nicht machen dürft.
Ja, also so ein bisschen, auch wenn Sie das UWG kennen, was in der UWG, in der schwarzen Liste hinten im Anhang von zu Paragraph 3 Absatz 3 drin steht, das ist sozusagen das, was die Europäische Kommission sich jetzt auch in wettbewerblicher Hinsicht für Very Large Platforms wünscht, so ist, glaube ich, die Formulierung, die eine bestimmte Größe erwarten. Und das ist für uns im Kartellrecht ein echter Quantensprung oder etwas Neues. Also es ist vielleicht eben auch kein Kartellrecht mehr, denn Kartellrecht hat bislang außerhalb der Fusionskontrolle immer ex post geschaut, also retrospektiv, was ist in der Vergangenheit passiert, hat dann mit sehr viel ökonomischem Aufwand versucht, dieses Problem zu lösen, abzustellen und so weiter, hat aber nicht sozusagen den ganz großen Marktregelungsanspruch gehabt. Und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt kommt. Wir haben jetzt nicht den ganz großen Marktregelungsanspruch, aber wir kriegen jetzt Vorschriften, wenn diese jemals in Kraft treten. Der Paragraph 19a ist jetzt gerade nochmal in den Januar verschoben worden. Der DSA, DMA gehen jetzt erstmal in ausgiebige Verhandlungen auf europäischer Ebene. Aber dann hätten wir Regeln, in denen drinsteht, Google darf keine Selbstbevorzugung machen und eigene Produkte höher ranken oder bestimmte andere Parameter entsprechend machen. Das ist sozusagen der Paradigmenwechsel, um den es jetzt geht. Ich möchte Ihnen ganz zum Schluss noch mal drei Fragen vielleicht mit auf den Weg geben. Ich habe die Antworten auch schon dazu geschrieben, die ich geben würde, aber vielleicht können wir das auch in der Diskussion ein bisschen vertiefen. Nämlich, was sind denn jetzt eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, wie machen wir das in Zukunft? Was sind denn dann eigentlich die Kernpunkte, die Ideen, die wir zu klären haben? Und wir stehen immer noch am Anfang dieser Frage. Es ist jetzt nicht so, als sei das alles schon ausgemacht. Das Erste ist, glaube ich, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, was wollen wir erreichen? Freier Wettbewerb ist sozusagen ein No-Brainer. Das ist klar, dass wir das wollen. Ich gehe darüber hinaus und würde sagen, wir brauchen jetzt auch faire Vermittlungsstandards und die eigenständige Entscheidung der Marktteilnehmer, also die Konsumentensouveränität, aber auch die Unternehmersouveränität. Dann geht es um die Frage, was sind die konkreten Regeln? Was wollen wir jetzt tatsächlich genau erreichen? Da geht es um Interoperabilität, um Datenzugang und so weiter und so fort. Also das sind jetzt sozusagen eher die auf der technischen Ebene die Frage, was muss jetzt genau geregelt werden, damit der Wettbewerb funktioniert, damit wir eine faire Vermittlung kriegen, damit wir eigenständige Entscheidungen kriegen. Und die dritte Frage, wie setzen wir das Ganze durch? Das ist eine Frage, die in der bisherigen Diskussion aus meiner Sicht sehr zu kurz kommt. Dazu habe ich ein Gutachten geschrieben mit Philipp Marston, einem britischen Kartellrechtler, zusammen, wo wir da so ein paar Grundsätze für entwickelt haben, wo es einfach schon um die Frage geht, auf welcher Ebene wird das geregelt, welche Behörden sind dafür zuständig, machen wir das in privater Rechtsdurchsetzung, machen wir es ex ante, ex post, wie wird das sanktioniert und so weiter. Und die Europäische Kommission hat eben mit dem DMA jetzt mal einen Vorschlag gemacht, der uns jetzt sicherlich ein, zwei Jahre beschäftigen wird, wo auch einzelne dieser Fragen angesprochen sind. Das Ganze, was mir sozusagen ein bisschen Mut macht, dass das kommt, dass wir sowas brauchen, ist, dass wir einen sehr guten Kronzeugen dafür haben. Mark Zuckerberg, den Sie kennen als Facebook-Chef, hat gesagt, we are a utility, was auf Deutsch so viel bedeutet wie wir sind ein Grundversorgungsunternehmen und Grundversorgungsunternehmen werden bei uns reguliert und deshalb würde ich neben Wasser, Telefon und Energie würde ich dann also auch Facebook, Google, Amazon und so weiter setzen und sagen, okay, also wenn ihr selber schon davon ausgeht, dass ihr die grundlegenden Infrastrukturanbieter des Internets seid, dann ist es auch Zeit, euch mit strengeren Regeln zu Leibe zu rücken. Das soll als Impuls von meiner Seite gewesen sein und ich freue mich auf die Diskussion.